Am Wort Martina Diesner-Weiß, ÖVP. Kollege Leimer, wenn Sie gesagt haben, unsere Bundesministerin macht nur Ankündigungen, so hat sie selbst ja gerade gesagt, was die Aarhus-Konvention betrifft, dass die Umsetzung im Gange ist. Und so möchte ich auch sagen, und auch die Klima-Energiestrategie wurde schon lange angedacht seit Paris. Und unsere Frau Minister hat sie jetzt auch schon umgesetzt. Und das alles zum Schutz der Umwelt und der Menschen. Und so geht es auch in diesem Punkt, wo es um das Quecksilberverbot geht. Und wir haben heute schon sehr viel davon gehört, dass das Mimanta-Abkommen geschlossen worden ist, schon 2013. Und damals hat Österreich das als eines der ersten Länder auch unterschrieben. Denn wir wissen, wie giftig dieses Metall ist. Und trotzdem ist es noch in Verwendung in vielen Bereichen. Wenn wir nur hernehmen bei den Energiesparlampen, bei den Fieberthermometern, bei den Katalysatoren und vielen mehr. Und so haben wir auch im vergangenen Jahr das Abkommen, das UNO-Abkommen bereits ratifiziert bei uns im Parlament. Und wir haben auch in Europa strenge Regeln dahingehend schon. Jedoch, das ist ein weltweites Problem, ein globales Problem. Und es wird eigentlich relativ schnell ausgebreitet über Wasser, Pflanzen, Tiere. Und so kommen auch über Fische das Quecksilber zu uns, zu den Menschen, auch hier bei uns in Europa und in Österreich. Diese Novelle des Chemikaliengesetzes sieht aber auch noch weiter vor, dass ein harmonisches Meldesystem für medizinisch genutzte Chemikalien aufgebaut werden soll und das im Umweltbundesamt auch dort den Sitz hat und damit auch die Sicherheit weiterhin gegeben ist. In diesem Sinne ist diese Regierungsvorlage, glaube ich, ein weiterer Baustein, um eine positive Veränderung zum Wohle unserer Umwelt und für unsere Menschen zu setzen. So, Martina Diesner-Weiß von der ÖVP.